Ja, und da. Ich habe einen neuen Kameramann und ich bin mir sicher, dass das mindestens so gut wird wie die letzten drei Male. Bist du glücklich? Wenn du dich frei machen willst, kannst du alle anderen frei machen. Sartre. Das ist ein Name. So nenne ich ihn. Jenny, Micha und Lerby oder so. Bist du glücklich? Das ist die Frage des heutigen Abends. Wir befinden uns im Alten Roten Löwen in Berlin und das ist unsere allererste Folge von Kabeljau und Dorsch. Autoren, hoffentlich interviewen wir sie nachher. Wenn nicht, dann hoffentlich die Organisatoren. Und wenn nicht, dann hoffentlich ein paar Besucher. What if you are pregnant, I asked her. She put her two fingers to the side of her head and shot it like a gun. It's no big deal to stop a pregnancy, she said. I've done it before. Aren't you worried? Do you think I should be? I don't know. I don't worry about anything, Babette said. Everything is fucked. You, me, Germany. Okay, she said. Now close your eyes. I'm shy, didn't you notice? A powerful burst of pee spraying the bowl. Then the flush. Then she handed the pregnancy kit to me and I opened my eyes. Tiny beads of yellow pee. If you're pregnant, I'll pay for the abortion. It was a solid, definite color. As thick as blood. I'm the queen of being late. We walked back towards the bar. The music drifted towards us like smells on the wind. Ich bin Connor. Ich komme aus Irland, gerade ein Kapitel aus meinem neuen Buch How to Love Germans gelesen. Aber es ist auf Englisch. Wer veröffentlicht denn in Deutschland Bücher auf Englisch? Übersetzt und dann bei Ullstein veröffentlicht, weil die deutsche Version ist noch nicht fertig. Warum konntest du das nicht schnell fertig übersetzen? Was für eine hässliche Frage. Und liebste Deutsche? Also Deutsche ist so eine abstrakte Konstruktion. Liebst du Deutsche? Ich liebe bestimmte Deutsche. Welche? Sind mehrere Personen, auf jeden Fall. Sind bestimmt so ein paar, die ich persönlich kenne. Ich kann nicht von dem ganzen Volk sprechen, weil das ganze Volk kenne ich einfach nicht. Und du? 145. Die gut leiden kannst oder die du liebst? Beides. Da hast du ja sehr viel Liebe in dir drin. Kann ich so nicht beschreiben in Worten. Connor hat gerade gesagt, dass er viel Erfahrung mit Interviews hat. Wohnst du in Berlin? Geigerstraße. Kennst du Geigerstraße? Nein, noch nicht. Hast du in Irland irgendwas studiert? Nein. Wollte eigentlich eine Künstlerin sein. Bist du langweilig? Nein, ich bin ein bisschen müde. Aber ich kann dir vielleicht helfen. Okay. Also meine. Hilf mir. Du könntest mir zum Beispiel fragen, als wie ist es für jemanden von Irland hier in Deutschland zu leben? Das ist eine Standardfrage. Standard. Okay. Wenn du zum Beispiel an Bushaltestelle wartest in Irland, kommt jemand vorbei und fängt an zu reden und zu quatschen. Und das ist ganz normal in Irland. Und das heißt also Kommunität. Und dieses Konzept von Kommunität existiert überall. Aber in Berlin ist es ganz anders. Aber du hast dich für Deutschland entschieden. Warum? Weil es lohnt mir, hier zu leben. Hier kann ich mindestens gut leben. Also vielleicht Charme hat für dich eine andere Bedeutung. Fallen dir deutsche Frauen? Ja. Und was gefällt dir an deutschen Frauen am meisten? Die können alle Deutsch besser als ich. Was ist an der zweiten Stelle? Die kennen sich alle sehr gut aus mit Grillen. Im Moment Broccoli, Kohlensauer, Spinat und Margold. Und alle diese Gemüse helfen gegen Krebs. Hast du Angst, Krebs zu bekommen? Ich würde Krebs bekommen, eventuell, einen Tag. Wir würden alle Krebs bekommen. Aber wenn die nicht von anderen Sachen sterben, würden sie von Krebs sterben. Wovon würdest du gerne sterben?
nach dieses Interview, wenn ich auf dem Bühne kippe. Das wäre dein Lieblingstod-Szenario? Mein perfektes Tod. Das ist so süß von dir, vielen Dank. Ich denke, das ist ein perfektes Ende. Ich denke, wir lassen dich gehen, bevor du stirbst. Auf jeden Fall, vielen Dank. Das hilft. Ich bin Chris und bin Redaktionsmitglied bei Kabeljau und Dorsch. Wann hat das angefangen? Wir haben vor 2 Jahren angefangen damit. Wir haben das im Mai 2014 gegründet, 2013. Erster Rechenfehler. War das deine Idee? Nee, das war unsere gemeinsame Idee. Ich glaube sogar hier an irgendeinem Tisch bei einem Bier haben wir beschlossen, dass wir einfach Lust haben, sowas zu machen. Ich würde sagen, das ist Schicksal. Was denkst du darüber? Es ist mindestens Schicksal. Wahrscheinlich kommen bald Einhörner und Regenbögen aus den Türen raus. Und worüber reden alle diese Leute draußen? Wahrscheinlich reden die zu 30% über Literatur und vielleicht sogar über die Texte, die heute hier gelesen wurden. Und zu den restlichen 70% über irgendwelche Literaturbetriebsklüngelgeschichten, wer gerade wen knutscht oder sowas. Kennst du interne Literaturklüngelgeschichte übers Knutschen? Leider überhaupt nicht. Also es ist total frustrierend. Ich wünsche mir immer so eine In-Touch über den Literaturbetrieb, aber da würde nur langweiliges Zeug drinstehen, weil gar nichts passiert. Ich finde, das wäre eine tolle Idee, wenn es das geschrieben steht. Worüber sollen denn die alle sprechen? Das ist eine gute Frage, aber nur weil es da drin steht, kann man ja trotzdem noch drüber sprechen. Ach ja, stimmt. Dann verbreitet es sich vielleicht noch schneller und breiter. Kann man das sagen? Es verbreitet sich breiter. Kann man sagen. Bist du auch selbst Schriftstellerin? Nein. Die anderen beiden schon, ich nicht. Was machst du so? Ich versuche Fuß zu fassen als Literaturvermittlerin vielleicht, mit sowas wie hier. Und ich studiere angewandte Literaturwissenschaften an der FU hier in Berlin. Ja, ich habe das vom Bachmann-Preis gesehen. Ich habe dann kurz gedacht, will ich wirklich so Sachen gefragt werden? Und? Offensichtlich ja, aber wir haben ja gesagt. Und warum? Naja, weil es ja nicht, keine Ahnung, vielleicht muss man sich nicht immer nur glänzend präsentieren, sondern auch mal flapsig. Ich finde, du hast heute sehr geglänzt und wir danken dir dafür. Reinschicken, das wäre ja so cool, wie eine Prüfung. Ja. Wow, schon geht's mir besser. Wie bitte? Guck dir diesen Rauch an, das ist so schön. Steht der beide auf Fisch? Ja. Das klingt so fischig. Kabeljau und Dorsch. Wie war es für euch heute? Ich habe gehört, das ist das erste Mal. Nein. Das ist nicht das erste Mal. Das war das Mal hier im Laden. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist das dritte Mal. Wir kannten uns, bevor wir die Lesereihe gegründet haben, und hatten das Bedürfnis, sowas zu machen, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass es sowas zu der Zeit in Berlin schon gab oder jedenfalls nicht in dem Format, wie wir es gerne gehabt hätten. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, auf jeden Fall. Ist ja jedes Mal ein anderes Ergebnis, aber heute wieder sehr zufrieden, ja. Ich persönlich habe ein Problem bei Lesungen, den Inhalt aufzunehmen. Ich muss das auf Papier haben, weil ich so viele visuelle Eindrücke habe und alles und das lenkt mich vom Inhalt ab. Du kannst es auf der Website ja nachhören. Sind da die Texte? Ja. Als Audios, ja. Ja. Woran schreibst du denn? An meiner Dissertation. Zu welchem Thema? Biografieforschung. Und du, Malte? Ich schreibe am Theaterstück. Hat es einen Titel? Es hat einen Arbeitstitel und der ist: Wie wir das Kätzchen ankurbelten, das wie Wirtschaft war. Ja, sehr gerne. Luba, seit wann gibt es denn diesen YouTube-Channel eigentlich mit dir? Channel Lubas Version gibt es bestimmt schon seit 5 Jahren, aber die Sachen zur Literatur habe ich zum ersten Mal beim Bachmann-Preis aufgenommen. Malte, wie fandst du sie? Ich bin noch unentschieden. Unentschieden zwischen was? Das ist eine gute Nachfrage, Sven. Willst du sie nicht für mich beantworten? Ich reiche die weite Frage. Nee. Dann gebe ich sie an dich zurück. Wie gefällt dir?
Ja, ich wollte dich fragen, fasst du denn irgendwas daran gut? Dich. Das ist aber lieb. Fandest du irgendwas daran schlecht? Alle anderen. Wie? Ein Kompliment habe ich doch bekommen. Das hat doch auch einen gewissen Charme, findest du nicht? Und was hast du die 4,5 Jahre davor gemacht? Auf dem Blog-Channel? Da gab es nur 3 Videos und die hatten beide mit Kunstakademie zu tun oder mit der Kunstszene in Düsseldorf. Die Katze heißt Katerchen. Katerchen. Ich glaube, ich bin ein sehr schlechter Interviewgast. Nein. Wir machen aus dich einen Guten. Aus dir einen Guten. Das musst du gut sein. Wie heißt du? Robert heiße ich. Und du was? Hast das doch gar nicht an, oder? Und was machst du hier, Robert? Ich habe mir die Lesung angesehen. Ich bin zum ersten Mal hier und habe davon gehört auf Facebook und wollte mir das mal anschauen. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde es eine schöne Mischung aus Lyrik und dann auch einem englischen Text und lustigen Prosastücken, ernsteren Sachen. Oh, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, muss ich sagen, aber ich fand den zweiten Leser mit dem lustigen Text ganz gut. Und die erste, dieser Simone Schabbat, die Lyrik gelesen hat, fand ich auch sehr gut. Und, also die erste und die zweite? Genau, und danach hat meine Aufmerksamkeit natürlich nachgelassen, aber die waren bestimmt auch sehr gut. Simone, die hat mal auf meiner Lesebühne gelesen. Ich habe auch eine eigene Lesebühne in Kreuzberg, wo sie auch schon mal, oder wo sie nächstes Jahr lesen wird. Und daher kenne ich sie schon von anderen Lesungen. Die machen wir so ungefähr alle 3 Monate. Genau. Thema Fleisch. Wir haben immer ein Thema, also mit so 5 Lesern und einem Musiker. Stehst du auf Fleisch? Ja, ich stehe auf Fleisch. Aber eigentlich hab ich gelogen. Ich stehe eigentlich nicht auf Fleisch. Also auf Fleisch essen stehe ich nicht. Das finde ich nicht. Aber was meinst du denn damit? Ja. Vielleicht können wir unser nächstes Video auf deiner Lesebühne drehen. Wie wäre das? Ja, könnt ihr machen. Das ist sie, ja. Ich heiße Simone Schabert, schreibe Lyrik und bin aus Bayern. Was hast du gelesen? Ein Zyklus, der heißt Und nennen es, und es geht um Familie im weitesten Sinne. Was heißt es im weitesten Sinne? Das ist schwierig. Also das, was man alles mit Familie unter Umständen verbinden kann, sowohl in der Gegenwart, also jetzt erlebt, als auch was man an Erinnerung in sich trägt. Nee, ich bin im Zug gefahren. War es teuer? Es ging, weil ich habe relativ früh gebucht und habe eine Bahncard 25. Wir haben leider deine Lesung verpasst, weil wir so spät dran waren. Aber du kannst gerne ausmachen. Zu dem Zeitpunkt hatte er mir bereits die Kette geschenkt, den Ring und 2 Gedichte, die er bei Wyatt abgeschrieben hat oder er hat abschreiben lassen. Eine Brosche hatte er mir geschenkt, ein paar Handschuhe, mit den Handschuhen fing es an. Eigentlich damit, dass er mir hinterher sah, wenn ich am Ende des Zuges der Ehrenmädchen an ihm vorbeilief. Das war nicht ungewöhnlich, alle starrten mich an. Er hat reingepresst, den Rücken eingerollt, meine Schulter bei der Wunder gemacht, als sie eh schon sind. Er hätte sich vor mich
auf dem Boden knien müssten, um mein Gesicht zu sehen, meine Reaktion abzuschätzen. Ob vielleicht ein wenig über meinen Handrücken streichen angebracht wäre. Am Anfang hatten sie Angst. Nachdem es bekannt wurde, waren meine Wäscherinnen gefragte Frauen mit Münzen im Ausschnitt über den Ärmeln. Blutet das?